Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Wir wollen uns heute mit einer Queranalyse beschäftigen für das Währungspaar Kanadisch-Dollar gegen den japanischen Yen, den Kanadisch-Dollar-Schweizer Franken und den japanischen Leitindex Nikkei. Aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns im Vorfeld mal den Wirtschaftsgelände für heute an. Um 10 Uhr, also in einer reichlichen halben Stunde, wird Mario Draghi sprechen. Es findet ja gerade die EZB-Zentralbankkonferenz in Portugal statt. Das hat man gestern schon drüber gesprochen und deshalb wird sich Mario Draghi hier ab und zu mal äußern. Also da ein bisschen aufpassen, insbesondere Euro, US-Dollar und DAX, falls es irgendwelche komischen Kursbewegungen gibt, die man sich nicht erklären kann. Lieber erstmal Finger weg und drauf warten, ob irgendwelche News kommen bezüglich Draghis Rede. So, dann stimmt das EU-Parlament heute darüber ab, wie mit dem Referendum aus UK umzugehen ist. Aber an dieser Stelle, ich habe was Interessantes gelesen, und zwar scheint es so, als wäre dieses Referendum überhaupt nicht gültig, denn es haben zu wenig Prozent der Wahlbeteiligten oder beziehungsweise es gab zu wenig Wahlbeteiligung. Es gibt da so eine gewisse Quote, die da erfüllt werden muss, beziehungsweise müssen eigentlich wenigstens 60% für oder gegen den Austritt stimmen bei diesem Referendum. Und es haben ja knapp 51, irgendetwas Prozent haben ja für den Brexit gestimmt. Das heißt, dieses Referendum ist eigentlich in dieser Form gar nicht gültig. Bin mal sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Um 14:30 Uhr dann ein paar Highlights hier aus den USA, persönlichen Konsumausgaben und die Kernausgaben für den persönlichen Konsum. Ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch das Verbrauchervertrauen im Hinblick dessen oder Hinblick darauf, dass die USA eine sehr, sehr starke Binnenwirtschaft sind und dementsprechend vom eigenen Konsum, vom inländischen Konsum stark abhängig sind. Der Case-Shiller-Hauspreisindex dann noch um 15 Uhr. Dementsprechend ein bisschen Immo-Thematik, aber hier die Konsumausgaben, das Verbrauchervertrauen, hier das eigentlich Wichtige. So, jetzt gehen wir mal in den Chart. Schauen wir uns an, Kanadisch, Dollar, Japanisch, Yen. Wir können uns freuen, nach einem Jahr ist letztendlich das Setup aufgegangen. Also wir hatten hier ein sehr langfristig geplantes Setup letztes Jahr implementiert. Und zwar war das im Juni, genau, Anfang Juni, logischerweise, wenn es ein Jahr her ist. Anfang Juni letzten Jahres hatten wir hier die erste Short Order in den Markt gelegt. Ein paar Wochen später oder einige Wochen später hier die zweite Order, als diese große SKS-Formation nach dem Ausbruch dann getestet wurde. Und diese beiden Positionen, die haben jetzt ihr Ziel erreicht. Wir können das Ganze gerne nochmal messen. Es handelt sich hier um die Projektionshöhe dieser großen SKS-Formation. Und ja, hier ist der Kurs letztendlich dran gescheitert, hat diese Woche sogar sein erstes Tief bis hierhin gesetzt, also auf die 77,50 circa. Hier war der Kurszielbereich und ja, jetzt scheint sich der Kurs hier langsam, aber sicher ein wenig zu stabilisieren. Möglicherweise ist aber durchaus noch ein bisschen mehr drin. Was ist bei uns passiert? Hier ist zumindest erst einmal eine Long Order in den Markt gegangen, beziehungsweise aktiviert worden als simpler Hedge dieser zwei bestehenden Short Orders. Ja, dass wir jetzt ab diesem Zeitpunkt, ab der Berührung der 77,50er Marke, keinen Cent von unserem Gewinn mehr einbüßen. Ja, und man sieht, es war keine schlechte Entscheidung. Der Kurs ist ja schon mal jetzt ungefähr 110 Pip gegen uns gelaufen, also gegen diese Short Orders, und dementsprechend hat ja dieser Long Hedge definitiv seine Rechtmäßigkeit. Wir schauen mal in den Daily Chart hinein. Hier hat sich so eine Art, ja, wie wollen wir es nennen, Flaggenformation herausgebildet. Ist alles nicht ganz so sauber, aber durchaus begründet, dass man sich hier nochmal engagieren könnte. Auf dem aktuellen Niveau natürlich nicht, dafür ist es viel zu heiß. Wir befinden uns hier im charttechnischen Niemandsland. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen, vielleicht auch im Tagesverlauf, zwei wichtige Widerstandsbereiche geben. Zum einen hier dieses Flaggentief, also der Beginn der Flagge. Da wird die Kerze sicherlich mal Probleme bekommen. Und dann, das brauche ich nicht nochmal markieren, und dann hier auf der glatten 0,80. Da kommt auch der Daily 10er IME runter. Und es handelt sich um das 50er Retracement dieser letzten Ausbruchsbewegungen. Das heißt natürlich, dass wir hier immer mal wieder mit gewissen Kursschwankungen rechnen müssen. Also hier bei circa, was ist das, 79,030 ungefähr, wird der Kurs sicherlich nochmal ein bisschen short laufen. Bei der 80er-Marke wird er nochmal ein bisschen short laufen. Aber schlussendlich denke ich, dass es sich hier hochkämpfen wird
in Richtung dieses 76,4er, 78,6er Retracements, also hier in diesem gesamten breiten Pufferbereich. Dort sollte der Kurs sich hochkämpfen, das heißt auf oder zwischen 80,90 und der 82,30er Mark ungefähr wird es sehr, sehr spannend. Was macht er hier? Bleibt er hier auf Daily-Basis drunter? Und dann könnte man sich sicherlich nochmal oder könnte man sich gegebenenfalls noch einmal Short positionieren. Stoppt dann vielleicht hier über diesem letzten Hoch und vielleicht kommt man hier mit ungefähr 150 Pip aus. Kurz, die schauen wir uns gleich an. Das wäre definitiv okay, der Stop-Loss. Die Frage ist nur, wann trifft er hier auf noch diese Woche oder erst nächste Woche, ja, denn dann kommen wir schon wieder in diese Monatsschlusskurs-Thematik. Denn wenn wir uns mal angucken, wo diese aktuelle Monatskerze hier hängen bleibt und auch große Probleme bekommt, da fällt hier diese markante aufwärtsgerichtete Trendlinie sofort ins Auge. Und es wäre natürlich besonders vorteilhaft, wenn diese Widerstandsbereiche, die wir jetzt gerade benannt haben, diese kleineren Widerstandsbereiche, wenn die dafür sorgen, dass der Kurs die nächsten Tage immer wieder unter diese Trendlinie gedrückt wird und diese aktuelle Monatskerze schlussendlich unterhalb dieser markanten aufwärtsgerichteten Trendlinie schließt. So, und dann würde ich davon ausgehen, dass der Kurs nächsten Monat mit der nächsten Monatskerze dann schön hier in diese Retest-Bewegung übergeht und wir davon ausgehen können, dass der Kurs noch einmal etwas in Richtung Süden läuft. Ob das dann noch viel weiter geht oder ob das der Ausbruch dann letztendlich ein Fehlausbruch wird, das werden wir alles sehen. Ja, aber aktuell müssen wir uns darauf konzentrieren, wo wird dieser Monatsschlusskurs stattfinden. Das heißt, am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag ist schon der 30. Das heißt, am Freitag sollten wir eigentlich schon mehr wissen. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an im Daily Chart. Ich hatte ja gesagt, Kurszielberechnung wird nochmal ein Thema. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es hier mit einer Flagge zu tun haben, nutzen wir natürlich die Projektionshöhe dieser Flagge, um das Kursziel zu berechnen. So, setzen das hier auf den letztendlichen Ausbruch an und kommen da auf einen Wert X. Moment, das müssen wir uns natürlich markieren. Das sind hier ungefähr die 73,230. Schauen wir uns auf dem Monatschart nochmal an und da sehen wir, aha, okay, hier befand sich damals ein sehr, sehr markanter Unterstützungsbereich und zwar nicht schon das letzte Mal 2011, sondern bereits 1999, ja, dann auch noch 2009 und letztendlich 2011. Also ein wirklich sehr, sehr wichtiger Kursbereich und es wäre natürlich extrem vorteilhaft, wenn wir diese Bewegung bis an diesen Punkt mitnehmen können. Sie macht Sinn, sie wirkt sehr, sehr attraktiv. Und wenn wir hier oben, wie gesagt, in die Positionierung reinkommen, sprechen wir von ungefähr 800 Pip Umsatz, 800 Pip Gewinn bei einem Stop-Loss von, sagen wir mal, 150 Pip, wenn wir es sehr, sehr gut treffen. Und da sollte uns ein CRV von mindestens 5 zu 1 erwarten und das ist natürlich nichts, worauf ich gern verzichten möchte. So, was wir aber hier bitte noch beachten müssen, sind dann die Pivot Points. Ja, also natürlich erst die Pivot Points, wenn sich der Kurs hier oben befindet. Ja, es kann ja sein, wie gesagt, dass der Kurs diesen Monat oder diese Woche gar nicht mehr bis hier hochkommt, einfach hier ein bisschen rumpendelt. Dann wird es natürlich eine etwas andere Sache. Dann haben wir nächste Woche wieder einen anderen. Andere Monthly Pivot Points, andere Weekly Pivot Points, und da könnte sich diese Situation hier oben nochmal ein bisschen klären oder ein bisschen klarer werden. Da würde ich jetzt auf die aktuellen Pivot Points noch gar nicht so viel geben. Außer natürlich, diese Performance hier hält wirklich sehr, sehr stark an und der Kurs schafft es wirklich heute, morgen, ja, heute oder morgen oder übermorgen hier richtig hochzulaufen. Ich hatte ja gesagt, wir schauen uns eine Queranalyse an, denn ich muss ja irgendwie sehen, von den Korrelationen her, warum sollte der kanadische Dollar jetzt aktuell steigen? Warum sollte kanadische Dollar Yen jetzt gerade steigen? Und da haben wir zwei Möglichkeiten, uns damit auseinanderzusetzen. Punkt 1, das Währungspaar kanadische Dollar japanische Yen an sich korreliert natürlich mit dem japanischen Leitindex Nikkei, wie alle Yen-Währungspaare. Das heißt, wir schauen uns den Nikkei an. Und dann brauchen wir noch eine Begründung für den kanadischen Dollar an sich. Und da kommen uns kanadischer Dollar Schweizer Franken an. So, und das machen wir jetzt gleich mal. Wir beginnen mal mit dem kanadischen Dollar Schweizer Franken. Ja, diese Schweizer Frankenpaare immer so ein bisschen als der Indikator für die jeweilige Währung zu sehen. Kanadischer Dollar Schweizer Franken. Wir sind hier schön aus diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal ausgebrochen. Immer mal wieder eine mehr oder weniger große Testbewegung. Und aktuell gibt der Kurs noch einmal kräftig Gummi hier in Richtung Norden. Und ich würde mal diesen Widerstandsbereich nochmal einzeichnen. Ja, wir hatten damals hier einen Supportbereich, hier Ende April, da ist der Kurs durch, ist dann hier hoch.
daran gescheitert, an diesem Widerstandsbereich. Das sehen wir hier an diesem großen Spike. Ich kann auch gerne mal ein bisschen ranzoomen an diesem großen Spike. Und es wäre natürlich nicht gerade, ich mache das mal aus, nicht gerade unsinnig, wenn der Kurs das Ganze jetzt auf Tagesbasis nochmal testen würde. Hier diese 76,30er Marke. Könnte man sich schön short positionieren, Stop über diesen Spike. Bedeutet, dass man hier mit ungefähr 50 Pip dabei wäre, 50, 60 Pip. Und wir befinden uns auch noch in der Pufferzone dieses großen aufwärts gerichteten Trendkanals. Ja, das heißt also hier eine durchaus sinnvolle Begründung, dass der kanadische Dollar noch mal ein bisschen in die Höhe schnellen kann, um dann letztendlich weiter in Richtung Süden zu fallen. Und das Kursziel bildet sich auch hier auf Basis dieser, Moment, das sind noch alte Linien, auf Basis der Projektionshöhe dieses Trendkanals. Das heißt, wir sprechen hier ungefähr über die 0,69,250, wenn wir hier reinkommen. Wäre ja, das ein feines Setup mit ungefähr 700 Pip Gewinnerwartung bei einem Stop-Loss von, wie gesagt, 60 Pip? Braucht man nicht viel rechnen, also das ist ein CRV von mindestens 11 zu 1. Das wirkt natürlich sehr, sehr attraktiv und wir haben unsere Begründung, dass der kanadische Dollar an sich hochgehen sollte. So, und jetzt brauchen wir noch eine Begründung für das Währungspaar kanadische Dollar Yen und da schauen wir uns den Nikkei an. Und da sehen wir auch, hier sind wir sehr, sehr schön aus dieser großen Dreiecksformation ausgebrochen, bereits einmal getestet. Ja. Aber es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass er hier nochmal hochsteigt auf die 16.200 Punkte. Denn was hat er gemacht? Er ist hier sehr, sehr massiv in diese Pufferzone hineingeraten. Und es wäre natürlich jetzt extrem vorteilhaft, wenn jetzt den äußeren Begrenzungsbereich dieser großen Pufferzone respektive dieser aufwärts gerichteten Trendlinie noch einmal testet, wie gesagt, irgendwo bei 16.200 Punkten. Vielleicht noch mal ein Stück weit höher müssen wir dann auch oder können wir auch von den Pivot Points abhängig machen. Ich werde die mal einblenden. So, sehen wir schon, der Weekly R1, der liegt zum Beispiel hier oben, der Monthly S1, also hier dieser Bereich 16.200 Punkte bis 16.300 Punkte. Sehr, sehr heiße Zone. Und wenn er bis hier hochkommt, der Nikkei, dann wird es sicherlich nicht ohne Konsequenz für die Yen-Paare bleiben. Und die Yen-Paare sollten entsprechend noch einmal ordentlich in Richtung Norden erwachsen. Und falls dieser Retest dann ein erneutes Mal glückt, sollte sich diese Abwärtsperformance weiterhin etablieren können, beziehungsweise diese Abwärtsdynamik weiter etablieren können und der Kurs dann letztendlich weiter in Richtung Süden fallen und damit auch die Yen-Währungspaare mit runterziehen. Und das alles hier, diese ganzen Bewegungsabläufe würden natürlich auch auf den kanadischen Dollar Yen oder könnten auf den japanischen Dollar Yen zu adaptieren sein. Hier mit Nikkei beispielsweise eine Gewinnerwartung bis 12.900 Punkte. Können wir uns auch gerne nochmal Weekly Chart anschauen. Da befinden wir uns dann wahrscheinlich irgendwo an der Unterseite dieses großen abwärts gerichteten Trendkanals, beziehungsweise am nächsten horizontalen Unterstützungsbereich rund um das 61,8-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2012. Und dann wird es natürlich spannend, was macht er, kracht er hier in Richtung Norden durch? Ja, das würde natürlich durchaus Sinn ergeben, wenn wir uns mal diesen abwärts gerichteten Trendkanal anschauen, Projektionshöhe und mal drauf spekulieren, okay, wenn er jetzt erst hier runter wandert, ja, an die Unterseite dieses Trendkanals und respektive dieser bullischen Flagge und dann ausbricht, müsste ja irgendwann mal vielleicht nächstes Jahr passieren oder Ende dieses Jahres vielleicht noch. Und wenn wir da einfach mal ein bisschen rumspinnen und sagen, okay, Projektionshöhe setzen wir hier an, dann würden wir quasi diese Hochs noch einmal testen und hätten es dann nächstes Jahr vielleicht sogar mit einer Double-Top-Situation zu tun, bevor es dann letztendlich mal so richtig kracht in den Indizes. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob ich hier wirklich long ausbricht. Es könnte einfach sein, dass sich hier sich kurzzeitig stabilisiert, ein bisschen hochmarschiert und dann weiter in Richtung Süden. Ja, also abwärts gerichteter Trendkanal heißt nicht immer gleich bullische Flagge, heißt nicht immer gleich bullischer Ausbruch. Also das definitiv immer im Hinterkopf behalten, bitte. Und nie sich schon versuchen, dort reich zu rechnen, beziehungsweise nur einen Plan zu haben. Ja, wir müssen immer in beide Richtungen denken. So, ich hoffe, das hat hier ein paar Inspirationen gebracht. Wir haben ja nun zwei Währungspaare, ein Index hier besprochen. Und ich denke, da gibt es genug Chancen zum Handeln. Ich wünsche wie immer viel Erfolg. Heute Abend dran denken, 19:30 Uhr, das kostenfreie Dienstags-Live-Webinar. Ich freue mich schon, wenn ihr alle wieder zur Zahl teilnehmt. Bis dahin, tschüss.